Selbstbewusst gestalten. So heißt das aktuelle Motto des Altmark-Macher-Festivals. Wie man die Region Altmark selbst und bewusst gestalten kann, lernten über 1200 Schüler am 4. September 2019. Bereits zum vierten Mal luden die beiden altmärkischen Landkreise, der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband, die IHK Magdeburg und weitere regionale Partner zum Altmark-Macher-Festival ein. Gastgeber in diesem Jahr waren die berufsbildenden Schulen in Salzwedel. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die beiden Landräte Michael Ziecher aus dem Altmarkkreis Salzwedel und Carsten Wulfhänger aus dem Landkreis Stendal. Der Staatssekretär Dr. Sebastian Putz besuchte ebenfalls die Region Altmark und machte den Besuchern deutlich, wie wichtig sie für ihre Region sind. Ihr seid die Zukunft in der Altmark. Alles andere geht nur mit euch gemeinsam. Und ich bin froh, dass ihr heute hier zusammengekommen seid, um in den Arbeitsgruppen gemeinsam zu diskutieren, was ihr wollt. Ihr, die hier in der Altmark wohnt, ihr müsst hier bleiben. Dann hat die Altmark eine gute Zukunft und Sachsen-Anhalt insgesamt. Herzlichen Dank dafür, heute gemeinsam mit Ihnen hier sein zu dürfen. Danke. Circa 70 Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Handwerk, Landwirtschaft, Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe stellten sich beim diesjährigen Altmark-Macher-Festival vor. Auch eine Vielzahl an neu gegründeten Unternehmen war vertreten. All die ganzen Unternehmen, Institutionen und Selbstständige stehen für die Vielfalt und das Potenzial, welches die Altmark zu bieten hat. Wir wollen damit zeigen, nach außen zeigen, was für gute Dinge wir haben, welche guten Betriebe wir haben, welche guten Menschen wir haben, welche guten Ideen wir haben. Wir wollen aber auch nach innen zeigen, was wir haben, denn viele der Jugendlichen wissen gar nicht, welche schönen Betriebe wir haben, welche schönen Ausbildungsmöglichkeiten hier in der Region sind. Und deshalb wirkt dieses Altmark-Macher-Festival nach außen und nach innen, um bekannt zu werden. Bis weit über die Mittagsstunden fand auf dem Schulgelände für die Besucher und Schüler eine Kontaktbörse statt. Die regionalen Unternehmer und Institutionen hatten die Chance, vor Ort ihre zukünftigen Auszubildenden und Fachkräfte kennenzulernen und für sich zu gewinnen. Ich finde, so eine Veranstaltung ist eine schöne Plattform, wo man sich auch austauschen kann untereinander zwischen der Wirtschaft und den anderen Unternehmen, aber natürlich auch mit den Schülern, mit den Auszubildenden, den potenziellen Auszubildenden. Man kann zeigen, welche Ausbildungsplätze man anbietet, welche Lösungen man anbietet, auch für die Wirtschaft. Es ist einfach eine schöne Plattform, um sich auszutauschen. Für die junge Generation wurde vieles aufgeboten. Zusammen mit den zahlreichen regionalen Unternehmen gab es eine Schnitzeljagd und ein Kennenlern-Bingo. Um die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen, mussten die Schüler zu jedem Stand und dort mindestens eine Frage stellen. So lernten die Schüler die Vielfalt der Region kennen und konnten sich über die zahlreichen Ausbildungschancen in der Altmark informieren. Die berufsbildenden Schulen Salzwedel, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum am Standort Käthe-Kollwitz-Straße feierten, öffneten im Rahmen des Altmark-Macher-Festivals ihre Türen und zeigten die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Alles sehr schön organisiert und es macht auch sehr viel Spaß, weil wir auch Bingo und eine Schnitzeljagd machen und ja. Also ich muss sagen, es war alles sehr interessant, so richtig Lieblingsstände gab es jetzt für mich nicht, aber sonst war es trotzdem gut. Also ich fand es auch sehr informativ und ja, die Stände waren auch sehr schön aufgebaut, fand ich, aber Lieblingsstand gibt es jetzt nicht, also. Also die Sparkasse hat mich persönlich sehr interessiert. Die Johanniter hat mich interessiert. Also es ist halt spannend, was sie da so alles machen. Eigentlich sind alle Stände hier gut aufgebaut, ja. Mir gefällt alles hier. Definitiv, also für mich war definitiv Sparkasse, weil ich da auch später arbeiten will. Ein weiterer Schwerpunkt beim diesjährigen Altmark-Macher-Festival war das bekannte Thema Digitalisierung. Dazu fand eine Schülervorlesung statt. Frau Prof. Dr. Zander von der Hochschule Magdeburg-Stendal hielt einen Vortrag über die erweiterte und virtuelle Realität. Auch hier kamen zahlreiche interessierte Jugendliche und informierten sich gemeinsam über das aktuelle Thema. Neben der Schülervorlesung fanden verschiedene Workshops statt. Unter anderem der Workshop Hackathon – Datenspüren. Hier wurde durch kleine Spielchen und Experimente den Jugendlichen das digitale Leben näher gebracht und so manches Risiko gezeigt. Nicht nur die wirtschaftliche Vielfalt und die Digitalisierung waren Schwerpunkte, sondern auch die Nachhaltigkeit der Altmark. Neben den zahlreichen Informationsständen fand eine Baumpflanzaktion statt, um das positive Umweltbewusstsein zu stärken.
Die Unternehmen und Institutionen konnten zuvor bunte Kugeln käuflich erwerben. Diese Kugeln mussten die Schüler an den Ständen sammeln, um sie später in einen Glasbehälter zu legen. Pro vollem Glasbehälter gab es einen neuen Baum für die Altmark. Das Altmarkmacher-Festival zeigte den Schülern, wie sie sowohl die Region Altmark als auch ihre Zukunft in der Region gestalten können. Wir haben mit 70 Ausstellern durchaus auch eine beachtenswerte Zahl an Unternehmern gewinnen können, die sich hier präsentiert haben. Und die Jugendlichen, sowohl die Berufsschüler, die hier an der Berufsschule Unterricht hatten, als auch andere Schüler, waren sehr interessiert, waren also unterwegs, haben sich orientiert, was zukünftige Berufsperspektiven anbetrifft. Ich denke, das Wetter hat auch mitgespielt, von daher hat alles gut geklappt. Parallel zu den Schüleraktivitäten fanden verschiedene Vorträge zum Thema Fachkräftegewinnung und Zukunft statt. Matthias Schöneberger von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg hielt einen Vortrag über die Fachkräftesicherung der Altmark. Er machte in seinem Vortrag die entsprechenden Potenziale deutlich. Die Landesinitiative Fachkraft im Fokus beschäftigte sich mit der Schülerumfrage »Was will der junge Altmärker?« Im Vortrag wurde die zuvor durchgeführte Umfrage ausgewertet und das Wertesystem zum Thema Fachkräftesicherung vorgestellt. Am Nachmittag fand eine durch die IHK Magdeburg federführend organisierte Podiumsdiskussion statt. Moderiert wurde sie von Stefan Kornick, Geschäftsführer der SCM Energy GmbH. Die Gäste waren Carla Reckling-Kurz, Geschäftsführerin des Regional Marketing- und Tourismusverbandes, Burkhard Barnier, Inhaber des Flair Hotels Deutsches Haus, Hagen Wöcht, Geschäftsführer Innocon Systems GmbH und der Landrat des Altmarkkreises Salzwedel und Zweckverbandsvorsitzender des Altmärkischen Regional Marketing- und Tourismusverbandes Michael Ziecher. Diskutiert wurde über die weitere Entwicklung der Regionalmarketingkampagne Die Altmark – Grüne Wiese mit Zukunft. Denn die Altmark steht vor großen Herausforderungen. Insofern soll die Regionalmarketingstrategie künftig noch mehr dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad der Altmark zu erhöhen und damit den Wirtschaftsstandort weiter zu profilieren. Sie ist ein Wirtschafts- und Lebensraum mit klaren Zukunftsperspektiven.